Das sind die Galaxy Buds 3. Während die Pro typische In-Ear-Kopfhörer sind, setzen die normalen Dreier auf das Open-Fit oder Open-Ear-Design. Ihr legt die Kopfhörer also in euer Ohr und steckt sie nicht tief in den Gehörgang. Ich bin großer Freund dieser Bauweise, die aber auch durchaus Nachteile mit sich bringt. Wie die 179 Euro teuren Buds 3 in meinem Test abgeschnitten haben, das erfahrt ihr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Rangezoomt. Fangen wir an, los geht's, viel Spaß. Das Case hat eine angenehme Größe, wiegt 46,5 Gramm und liegt sehr gut in der Hand. Meint, es fühlt sich wertig an. Das gilt auch für den Deckel und das Schließgefühl. Viel besser geht es meiner Meinung nach nicht. Optisch mit dem transparenten Deckel durchaus gewöhnungsbedürftig, aber mal was anderes, und Optik ist Geschmackssache und fließt zumindest bei mir nicht in die Wertung mit ein. Der USB-C-Ladeport wird von einer LED und einem Kopplungsknopf begleitet. Klappt man das Case auf, bekommt man die Buds leicht heraus, die ansonsten aber fest in ihrem Zuhause sitzen. Setzt man auf das Open-Ear-Design, erinnern Kopfhörer fast zwangsläufig an AirPods. Ich würde hier also nicht von einer Kopie sprechen. Das ist nämlich nicht nur bei den Buds 3 so, sondern zum Beispiel auch bei den Huawei FreeBuds 5. Also müssen die Hersteller, wenn sie sich von den AirPods absetzen, auf ein abweichendes Design der Stäbe setzen. Bei Huawei sieht das irgendwie organisch aus, beinahe so, als wenn ein Tropfen Quecksilber aus euren Ohren läuft. Samsung löst das unauffälliger und entscheidet sich für ein eckiges Design. Optisch schon wieder Geschmackssache, aber richtig praktisch finde ich das nicht. Bedient werden die Buds nämlich durch Drück- und Wischgesten, das fühlt sich aber durch das Eckige nicht so toll an, funktioniert allerdings ziemlich gut. Mit einmal, zweimal, dreimal drücken, gedrückt halten sowie Wischen nach oben und unten steuert ihr alles Erdenkliche direkt an den Buds. Mit einem Gewicht von 4,7 Gramm sind die Buds angenehm leicht und liegen in meinen Ohren sehr angenehm und unspürbar. Sehr ähnlich zu den AirPods 3. Apropos, solltet ihr als iPhone-Nutzer in Erwägung ziehen, die Buds 3 von Samsung zu kaufen, dann würde ich davon abraten, denn Samsung stellt nicht mal eine App für die iPhones zur Verfügung. Insofern wäre ein Kauf eher sinnfrei. Sinnfrei auch das ANC, die aktive Geräuschunterdrückung. Bauartbedingt macht das bei solchen Kopfhörern schlicht wenig Sinn. Und bei den Buds spüre ich persönlich absolut keinen Effekt. Wer wirklich Rauschunterdrückung haben möchte, der muss zu echten In-Ears greifen. Wer aber mit den Buds 3 Sport treiben möchte, der darf sogar dabei schwitzen. Dank IP57-Zertifizierung sind diese Spritzwasser oder in dem Fall Spritzschweiß geschützt. Das ist ja eklig. Bevor wir zum Klang und zu Dingen, die echt kompliziert, aber durchaus wichtig sind, kommen, sprechen wir kurz über die App. Natürlich benötigt ihr Samsungs Wearable App und die ist echt mächtig. Es gibt einen Equalizer mit diversen Presets und der Möglichkeit, selber an den Reglern zu drehen. Ihr könnt die Steuerung anpassen. Es gibt eine Im-Ohr-Erkennung. Hier wird alles geboten, was man benötigt und noch mehr. 360 Grad Audio und Headtracking werden unterstützt, allerdings nur, wenn ihr ein Samsung-Smartphone besitzt, und das setzt sich leider in weiteren Punkten fort. Die Buds unterstützen zwar hochauflösenden Sound, aber aptX und LDAC werden zum Beispiel nicht unterstützt. Für den höchsten Audiogenuss mit 24 Bit und 96 kHz bietet Samsung den Seamless Codec, und wie der Name schon sagt, braucht ihr auch dafür ein Samsung-Smartphone. Das finde ich mehr als bedauernswert. Es gibt auch keine Multipoint-Unterstützung. Ein nahtloser Wechsel zwischen zwei Geräten funktioniert zwar, aber allerdings wieder nur mit Samsung-Devices. Klanglich bieten die Samsung Galaxy Buds 3 das, was man vom offenen Design erwarten kann, ohne Wow-Effekt. Es fehlt am Kick beim Bass, es fehlt Bass. Die Mitten sind im Auslieferungszustand ein wenig zu präsent. Dafür sind die Buds 3 aber absolut rauschfrei, klingen recht differenziert und bei akustischer Musik schön klar, wenn man die oberen Mitten im Equalizer kappt. Sicher nichts für absolut Audiophile, diese würden sich aber solche Kopfhörer eh nie kaufen. Die AirPods 3 und auch die Huawei FreeBuds 5 klingen in meinen Ohren etwas besser, weil sie schaffen, etwas mehr Druck im Bass zu erzeugen, aber das Empfinden von Klang ist auch immer irgendwo subjektiv und von diversen Faktoren wie zum Beispiel der Ohrform oder dem Musikgeschmack abhängig. Die Akkulaufzeit geht in Ordnung, mehr aber auch nicht. 5 Stunden mit aktiviertem ANC und 6 Stunden ohne. Da ihr das ANC, wie bereits besprochen, ja komplett außen vor lassen könnt, gehen wir also mal von 6 Stunden aus. Mit Case kommt ihr dann auf rund 24 Stunden. Je nach Nutzung können die Werte natürlich differieren. Müssen die Buds 3 geladen werden, kann man das auch kabellos. Das ist mir persönlich immer recht wichtig. Wo die Kopfhörer allerdings durchaus punkten, ist bei der Telefoniequalität. Hier gibt es nichts zu meckern. Das passt auf beiden Seiten. Auch die Verbindungsqualität ist dank Bluetooth 5.4 sehr gut. Gleiches gilt für die Reichweite. Ich kann mich mit den Buds 3 spürbar weiter vom Smartphone entfernen als zum Beispiel mit den Galaxy Buds 2 Pro. Für das Design passt der Klang, aber andere sind günstiger und besser. Dafür passen Ausstattung und Möglichkeiten, zumindest wenn man ein Samsung-Smartphone sein eigen nennt,
nennt, was zugleich auch ein Kritikpunkt ist, denn das müsste nicht sein. Auch wenn ich die Galaxy Buds 3 wirklich mag, kann ich sie zumindest zu einem Preis von 179 Euro nicht so richtig empfehlen. iPhone-Nutzer können mit den Samsung Buds nicht wirklich etwas anfangen und haben eh mit den AirPods 3 die bessere Alternative. Und die Huawei FreeBuds 5 sind günstiger. Wer kein Problem mit richtigen In-Ears hat, hat eh eine viel größere Auswahl und bekommt für viel weniger Geld viel mehr. Freunde vom offenen Design haben weit weniger Auswahl und können durchaus einen Blick riskieren, was vor allem für Nutzer von Samsung-Smartphones gilt. Samsung versucht euch mit den neuen Galaxy Buds in ihr eigenes Ökosystem zu drängen. Das versuchen sie bei Smartwatches sogar schon länger, denn da funktioniert zum Beispiel die EKG-Messung und die Blutdruckmessung auch nur auf Samsung-Smartphones. Ich sag's euch gleich und teaser damit schon das nächste Video an. Die Xiaomi Open Wear Stereo sind keine Alternative. Was sagt ihr zu den Samsung Galaxy Buds 3 und seid ihr eher Freund von richtigen In-Ears oder mögt ihr wie ich auch gerne die Open-Ear-Kopfhörer? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich auf meiner kleinen Reise hier auf YouTube begleitet und meinen Kanal abonniert. Vielen lieben Dank dafür. Das Allerwichtigste aber wie immer, bleibt interessiert und bis zu einem weiteren Video. Macht's gut, bye bye.